Nochmal, nochmal. Ich habe gerade gemerkt, ich war eben online, aber man hat mich nicht gehört. Ich hatte noch so schön erzählt, ich arbeite hier mit neuer Technik, bin gerade dabei, mein funkelnagelneues Smartphone S10 Plus oder wie das Teil heißt, einzuweihen, mich damit vertraut zu machen und hatte anscheinend den Finger auf dem Lautsprecher. Und deshalb war ich nur ganz dumpf zu hören. Also, neuer Versuch. Kennst du die Situation, wo du dich ärgerst, über dich selbst ärgerst, weil du dich ärgerst, also unzufrieden einfach mit dir selbst bist? Kennst du das? Mir ist das schon lange nicht mehr passiert, aber gestern Mittag war das so und deshalb möchte ich das mal mit dir teilen, damit du einfach auch mal, ja, auch siehst, es gehört einfach auch dazu. Es ist einfach manchmal so, dass wir außer uns geraten und das passiert mir auch immer mal noch. Und anschließend ist so eine Unzufriedenheit in einem. Hallo, liebe Kerstin, schön, dass du dabei bist. Schreibst du mir mal rein oder schenkst mir mal einen Daumen oder ein Herzlein, damit ich weiß, dass ich gut zu hören jetzt bin. Denn ich war eben schon mal online und man hat mich nicht gehört. Deshalb habe ich das Video nochmal gelöscht und versuche es jetzt nochmal. Das wird mich freuen. Okay, ja, also. Hallo Mel, schön, dass auch du dabei bist. Schreibt's mir doch gerne mal rein, ob ich jetzt gut zu hören bin. Danke, 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 wunderbar. Perfekt. Ja, ich darf mich mit der neuen Technik hier anfreunden. Okay, also nochmal zum Thema. Gestern Mittag ist es mir so gegangen, dass ich so außer mich geraten bin und mich anschließend so sehr über mich selbst geärgert habe, auch wenn mir das schon lange nicht mehr passiert war. Ich hatte einen Anruf bekommen mit einer unangenehmen Nachricht und in dem Moment, ja, war ich einfach nur außer mir. Und dann merkt man das, wie man so außer sich gerät. Und dann ja, ärgert man sich über sich selbst und ist total unzufrieden mit sich selbst. Kennst du das? Und um was geht es da? Das einfach zu erkennen und dann die Entscheidung zu treffen, sich wieder in eine andere Energie zu versetzen. Denn genau das ist doch das, was uns dann Energie raubt und uns überhaupt nicht weiterbringt, was Unfrieden stiftet, nicht nur mit uns selbst, sondern eben auch mit unserem Umfeld. Und weißt du, was ich in diesen Momenten mache? Auch wenn es manchmal dann vom Verstand, das Ego ist manchmal so präsent, vielleicht kennst du das auch, das will sich dann unbedingt noch weiter ärgern und will weiter in dieser Ärgerenergie drin bleiben und drin sein. Und das gilt es dann einfach zu überwinden und die Frage zu stellen, wie will ich es denn jetzt wirklich haben? Bringt mir das jetzt weiter? Bringt mich das jetzt wirklich weiter, indem ich mich jetzt hier so ärgere? Raubt mir das Energie oder schenkt mir das Energie? Und letzten Endes raubt es uns doch Energie. Es bringt uns und unser Umfeld doch nicht weiter. Und da gilt es einfach, die Entscheidung zu treffen, wie will ich es haben? Ich will jetzt wieder im Reinen mit mir sein. Ich will jetzt ab sofort aufhören, mich zu ärgern. Ich will mich jetzt wieder in eine gute Energie versetzen. Und das ist etwas, wo du sofort einfach auch die Entscheidung zu treffen kannst, dich sofort in eine gute Energie zu versetzen. Ja, es ist immer alles deine Entscheidung. Und wenn es mir manchmal so schwer fällt, vom Ego wegzukommen, dass ich unbedingt noch weiter ärgern will, dann nehme ich diesen Ärger auch mal noch bewusst wahr und ärgere mich noch mal so, was weiß ich, für ein paar Sekunden mal noch so richtig und treffe dann die Entscheidung. Ich stelle mir da auch gerne vor, ich reite auf so einem Pferd, auf diesem Ärgerpferd und dann mache ich einen Gedankenstopp und steige gedanklich von diesem Ärgerpferd ab und begib mich sofort wieder in eine andere Energie, in die Energie, in der ich mich wohlfühle, in der meine Seele sich wohlfühlt, in der mein Herz sich wohlfühlt. Und ja, so einfach funktioniert's und doch so schwer ist es manchmal. Es geht einfach immer darum, es zu merken. Was raubt mir Energie? Was schenkt mir Energie? Und letzten Endes, man tut sich und dem Umfeld keinen Gefallen damit, in so einer ärgerlichen Energie, in so einer Unzufriedenheit drin zu sein. Und das wollte ich jetzt eben mal mit dir teilen und so als Inspiration dir mit auf den Weg geben, das nächste Mal, wenn du wieder dazu geneigt bist, dich zu ärgern, außer dir zu geraten.
Dann nimm's wahr, nimm einen tiefen Atemzug. Stell dir vielleicht auch vor, dass du gerade auf so einem Ärgerpferd reitest. Zieh die Zügel an, mach einen Stopp, auch einen Gedankenstopp und steig von dem Pferd ab und begib dich wieder in deine eigene friedvolle Energie und genieße dann. Und dann wirst du auch immer mehr und mehr merken, wie du dir selbst wirklich deine eigene Lebenswirklichkeit erschaffst. Der Regisseur in deinem Leben einfach bist. Wir haben immer zu jeder Zeit die Entscheidung zu treffen und können jederzeit die Entscheidung treffen, wie will ich es haben, in welcher Energie will ich mich befinden und was will ich ausstrahlen. Okay, alles Liebe, bis ganz bald. Tschüss!